Cuisine Mon Menu vous est présenté par Sabag, votre partenaire pour les cuisines sur mesure, Swiss Made in Ido. Et par Centre Bruck. Et bien voilà. Cuisine Mon Menu, l'émission où deux invités préparent chacun le menu de l'autre, sans aide ni recette. Au final, les plats sont dégustés et notés. Aujourd'hui, dans Cuisine Mon Menu... Ich bin Tanja Rupp, Radio- und Eventmoderatorin von Bio und ich bin gespannt wie ein Pfeilbogen, wie das Kocherlebnis heute wird. Ich bin Thomas Müllenthaler, ich bin der Geschäftsführer von Bieler Seeschifffahrtsgesellschaft. Ich bin gespannt, was wir hinten werden kochen, vor allem was ich muss kochen, aber ich bin sicher, es kommt gut raus. Thomas, bist du so cool, wie du wirkst, oder ist das alles fake? Nein, ich habe extra nichts gegessen, jetzt musst du einfach du liefern, weil es hat etwas Platz. Und bei dir kann ich schon fängst zu verraten, es ist ein bisschen egal, wie gut du kochen kannst, du musst andere Qualitäten beweisen heute. Ja, ist relativ einfach. Nicht meine Spezialität, aber die grösste Befürchtung, die ich hatte. Tanja ist bekannt, dass sie ihren Kolleginnen und Kollegen einmal pro Woche Sushi bringt. Ich habe das selber noch nie gemacht. Die grösste Herausforderung wird wahrscheinlich sein, dass der Reis klebt. Aber mal schauen, was bringen wir her. Nein, ich koche sonst viel. Asiatische Küche habe ich gerne im Wok und so, aber kalt habe ich mich jetzt noch nie so interessiert. Und darum habe ich das jetzt in den letzten 14 Tagen auch noch nicht nachgeholt. Ja, es war klar, dass ich das Fleisch habe. Das Fleisch passt mir schon mal gar nicht. Risotto klingt jetzt so cool, aber mein Mitbewohner ist Küchenchef und er sagt, Risotto ist etwas vom Schwierigsten, wenn man ein gutes Risotto machen will. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe Freude an den Zutaten, an den meisten, weil ich sie irgendwie sicher verwerten kann, ausser eine so, violette Bowle. Kein Plan, was das ist. Ob süß Herdöpfel oder sonst irgendein Kraut, keine Ahnung. Schau genau, was ich damit mache. Das ist tamilisch. Ich habe dir das erspart, weil das wäre definitiv schwierig. Das Essen, das du jetzt bekommst, siehst du anhand der Zutaten schon, was es ist. Das ist recht easy, aber es muss perfekt aussehen. Ich will, dass es wunderschön auf dem Teller liegt. Viel Spass! Ja, vielleicht wäre Kochen ein bisschen einfacher gewesen, aber Sushi probieren wir jetzt auch. Tanja, das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Alles andere ist Beilage. Das Fleisch habe ich gerne Senja und nicht durchgekocht wie eine Schuhsohle. Das Fleisch ist meine grösste Herausforderung. Ich bin froh, hat er noch gesagt, er hätte es gerne oder nicht gerne durchgekocht, weil ich habe keinen Plan, was Senja bedeutet. Zwiebeln, Knoblauch ist mir vertraut. Da immer noch kein Plan, was das ist. Muss ich jetzt erst auftun, aber das schaffen wir. Also, sorry. Hä? Also, wunderschön. Da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Matte Seite gegen oben. Sushi-Reis drauf. Die Reste drin. Und nachher auf der Bambusmatte rollen. Aber die Bambusmatte, die fehlt hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel es braucht, aber. Wahrscheinlich schon ziemlich. Das ist das Problem, wenn man immer Rande nur einen Abpack kauft. Schneiden. Jetzt habe ich alles geschnibbelt. Das Fleisch kommt am Schluss, dass es keine Schuhsohle wird. Und jetzt kommt das Risotto. Mascarpone, kommt das auch ins Risotto? Der kommt gut. Er ist noch etwas flüssig, aber da muss noch die Flüssigkeit raus. Und nachher habe ich das Gefühl, es kommt gut. Die grosse Herausforderung ist hier drauf, dass es steht, man sollte eine Bambusmatte haben. Wahrscheinlich hat sie Tanja mitgenommen, wenn sie fair spielt. Und jetzt gehen wir schauen. Thomas, so? Thomas? Ja, eine schwierige Frage. Ja.
Die Herausforderung, die ich habe, ist bei dieser Bambusmatte. Ja. Weil ohne die geht es auch schlecht. Mensch. Habe ich das Gefühl. Also ich habe nichts anderes gefunden, außer das Tüchli, das ich könnte. Oh nein, brauchen. Thomas, bei diesem Hundeblick kann ich doch nicht anders als dir so etwas von einer Bambusmatte geben. Zack, zack, Knoblauch, zack. Oh nein, ist so viel. Ich glaube, es ist zu viel. Ups. So, koche ein bisschen. Und dann kann ich dann das, dann Bouillon. Bouillon kann ich jetzt schon aufkochen. Matte Seite, glänzige Seite. Jetzt probieren wir noch den mit dem Lachs. Mal schauen. Jetzt machen wir aus dem ein Schiff wegen Thomas Mühlenthaler. BSG, Biel Schifffahrtsgesellschaft. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Ich kann mir nicht Olivenöl mit Fleisch. Das ist ja nicht fein, oder? 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 Das hilft mir niemand. Das hilft mir wirklich niemand. Sieht auch gut aus. Hey, die Form hätte sich etwas schöner kommen können. Und hier vielleicht schauen, dass man das noch etwas tröcher bringt. Die einen sind mit Lachs. Die sind mit Avocado und Gurke. Da haben wir noch etwas Cayenne-Pfeffer drin. Und das sind hier die Inside Out. Oder ich weiß auch nicht, wie sie heißen. So. Wunderbar. Sieht so schön aus. Ist noch schön warm, das ist gut. Die. Die. Wow, auf das bin ich stolz. Gut. Cheers. Risotto ist gut. Vielleicht hätte man noch ein bisschen den Philadelphia drunter ziehen können, unter den Reis, dass er ein bisschen cremig wird, wie bei dir oder eben der Mascarpone. Das Fleisch ist schon ein bisschen dürre, trotz meiner guten Ratschläge. Geschmacklich gut. Geröllt. Man merkt, dass es das erste Mal war. Man kann es schöner röllen. Aber der Geschmack tut es wieder aufbessern. Und schön cremig, ohne Philadelphia. Darum doch ein bisschen zufrieden. Sie hat das ganze Teller aufgegessen. Ich bin schön gesättigt. Ich habe Freude. Darum das 1, das 2 und all die tiefen Zahlen lassen wir sein. Was sicher noch gefällt, ist der Philadelphia-Käse. Den habe ich sehr gerne in meiner Sushi. Und du hast Trollhilfe gebraucht, also die Hölzli. Für das hast du mich ganz so schön geröllt. Darum gibt es von mir für dich ein Verdienstsinn. Tanja, wenn ich nur das Fleisch bewerten würde, hättest du ein 5. Rein von dem her, dass es einfach zu fest dürren war. Aber da du mir ein BSG-Schiff kredenzt hast, gehen wir das schon auf ein 7. Und der andere Risotto ist, auch wenn die Rand ein bisschen Biss hatte, sehr fein gewesen. Das gibt nochmal einen Pluspunkt. Am Schluss gebe ich dir ein 9. Merci vielmals für das Kochen. Cuisine Mon Menu vous a été présenté par Sabag. Dans notre propre production à Nido, nous réalisons votre cuisine de rêve. Et par Centrebruck. Et bien voilà.